Herren, willkommen zu der absoluten Emergency Reaction. Wir sind am Start. Ich höre noch nicht denjenigen, der dabei ist, denn Jujutsu Kaisen Staffel 2 ist am Start und Leute, er wird weiter penetriert. OPT ist wieder dabei. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin ungespoilert, Leute, und ich habe so eine Lust jetzt darauf. Unfassbar. Unfassbar. Mindestens genauso doll wie auf Demon Slayer, muss man sagen. Mein ungespoilerter Partner OPT ist dabei. Die Reactions werden geknallt. Demon Slayer ist dann, wir sind mal wieder back am Start. Bleach kommt auch und OPT hat schon gesagt, er ist ungespoilert. Ich bin leider Manga-Leser, aber ich habe Real Talk alles vergessen. Ich will nicht so viel schnacken. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, Abo auf dem Kanal. Happy Jujutsu Kaisen Release Day und wir gehen rein. Es sind die Schritte. Wow. Wow! Oh, die Stimme allein wieder zu hören. Geil! Ich kann das nicht mehr. Boah, Digga. Boah, er ist tot. Guck ihn dir an! Geil! Oh, die Chainsman-Gasse? Die legendäre Chainsman-Gasse. Boah. Diese Season noch ein ganz neuer Artstyle. Wir sind sehr gespannt, ob das geil sein wird oder nicht. Aber macht was her bis jetzt. Noch ein bisschen moderner. Okay, die also das haben die Safe-House Chainsman abgepauscht. Der ist ein Jutsu-Gott geworden. Dieser nervige Soundeffekt im Hintergrund, voll gut, Alter. Ich dachte auch gerade, mein Headset brummt. Nein! Ein Lamm voller Code! Das bin ich, Digga. Oh, Necke, das war vegan. Die Ruffy-Sandalen. So ein Regular-Ass-Sandalen. Oh, es wird immer lauter, ja. Ja, geil. Geil. Oh, ey, das find ich geil. Was? Oh mein Gott. Wie geil. Sieht wirklich alt aus. Ey, Digga, ich... Oh, ich hab's nicht Sommerweiß von diesem Anime, ne? Neue Staffel Monsters raus. Oh, nicht so lustig, Hilfe. Ey, ich muss erstmal wieder warm werden. Ich weiß auch gar nicht, was abgeht gerade, ne? Für deine Confirmation, ich hab no clue. War das Gojos Waifu, die das erzählt hier? Bro, alles klar, weiß Bescheid. Wow. Hauptsache immer Klapphandy, ne? Immer Klapphandy. Ah, das ist, wir sind schon in der Vergangenheit. Deswegen klappt okay, ja, du musst mich hier aufklären. Okay, okay. Ich wusste selber gerade nicht. Boah, wie sich diese kleinen Dinge so bewegen. Ja, das ist geil. Oh, moin. Einfach so gespawnt, so. Jujutsu Kaisen übrigens. Digga. Einfach bei mir zu Hause, oh nein. Ja, gleich kommt dieser eine böse Geist aus Scary Movie 4 raus. Das ist jetzt 5 Folgen Gojo-Flashback. Ich bin gehypt. Der stärkste gehypt Charakter. Oder geheilt, OPC? Ja, geheilt. Mal gucken, ob ich danach geheilt werde. Boah, diese mächtigen Schritte. Die macht Jan auch geil. Mal, wenn er das Laufband im Fitnessstudio umgeht. Oh, wenn ich es umgehe, ja. Wer ist die Weißhaarige? Die Weißhaarige ist eine, die du einmal nur gesehen hast in Jujutsu Kaisen und einmal im Film. Die wird jetzt für die zweite Staffel relevanter. Okay. Aber du hast noch nicht so viel. Also, dass du das nicht zuordnen kannst, ist gerade normal. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, ich weiß Dinge nicht, die man wissen sollte. Nee, so nee. Und die Schwarzhaarige, das ist halt so Gojos Waifu-mäßig. Die ist immer... Boah, das sieht geil aus. Die ist immer so, die wird immer so verarscht, weil die alles immer so ernst sind und so eigentlich mit den anderen alle nicht mithalten kann, weil die alle so krass sind. Jetzt kommt der Jumpscare. Ja, man wartet schon die ganze Zeit drauf eigentlich. Ja, ich bin immer angespannt. Ey, ich finde das Movement wieder so geil, ne? Ich weiß nicht. Auch, ey, die CGI-Räume, Digga, irgendwie finde ich die geil. Das ist voll nice, wie es alles bewegt und so gezeigt wird. Das sind ja gezeichnete Texturen und so, weißt du? Das sieht schon cool aus. Oh nein. Oh. Hallo, Digga. Hä? Raten. Ich dachte gerade, warum. Scream und Quino. Wie die das gemacht haben wieder, ey. Ich dachte auch, auf einmal die Animation so geisteskrank bei den Mäusen. So. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass Twitter voll sein wird von Maymay, von der Weißhaarigen. Ich hab's schon im Gespür. Magical Chocolato. Potato Chips. Rucksack. Bro, hat sie gerade Rucksack gesagt? Wie geil ist das denn? Das deutsche Wort Versuch. Ja, die sind schon reingesteppt in den Fluch. Oh nein. Mario 64. Die unendliche Treppe bei Mario 64. Oh nein. Digga, wie red. Das war nicht im Manga übrigens, ne? Also das ist einfach, das passiert jetzt einfach. Auch cool gemacht, dass sie den Screen behalten haben und die laufen dann nochmal durch. Voll nice. Reuse Animation. Leute beschweren sich. Ja, die versuchen so Stilmittel anzuwenden, das finde ich voll geil. Bro, es muss so maximal weird sein für, also auch für dich jetzt so für Anime-Onlys, wenn die, also es fängt einfach mit den beiden Girls an, es wird nichts gesagt, es passiert einfach. Wie so ein neues Werk so, keine Ahnung. Ja. Ach, immer unterschiedlich. Okay. Okay, Digga, geil. Okay.
Ach ja, stimmt. Macht Sinn. Oh, noch, ja, noch ein Element krasser. Ja, das ist aber geil, gar. Ich werde das ja nicht machen, das wird einfach klappen. Niemals. Kommt doch irgendein so widerlicher Fluch gleich zum Vorschein. Digga, wie sie nochmal den Ass rausstreckt. Ja, geisteskrank, ehrlich. What geil. The hell? Hammer, ehrlich, Alter, wirklich. Ey, richtig ey. Geil, ja. Wie geile Elemente, die schon reingeballert haben, das ist unglaublich. In so Szenen, wo es nicht hätte sein müssen, theoretisch so. Aber es hat das so viel geiler gemacht. Das geht ja! Ja, das ist der das okay. Profilbild von jedem. Jawoll! It's gorgeous, ja! Oh, das ist Opening. Opening können wir leider nicht reinkappen, Guys, aber wir fühlen die Vibes. Warum ist Gojo so krass? Das ist die große Frage. Das wirst du erfahren. Wenn die ganze Staffel so machen, ne, dann wird das ja, ey, dann wird das ja wirklich sowas Krankes werden. Boah, das sieht aber geil aus. Flüche haben so dreckige Outlines irgendwie, sieht das so nice aus. Das ist diese Ärztin, kannst du dich noch erinnern? Ja, leicht. Mit den Lidschatten und so, aber da war sie ja, nicht so vercrackt wie später. Ey, da wird einfach reingeschmissen in die Flashback. Das ist so getrollt, Alter. Oh, er, Digga, ich liebe ihn. Der D-Rex, damals noch als Lehrer unterwegs. Oha, Digga, Gojo ist am Hupen. Das 101, Kurokuno Basket. Alter, seine Hosen, Digga, die Eierhosen. Die Eierhosen, die Aladdin-Hosen. Echt der oh, what the hell, Bro? Was ist auch bei ihm passiert, so? Naja, hier sagt er ja, die Starken sind zusammen, die Schwachen zu beschützen, ne? Ja, ja. Und Gojo ist ja mäßig so, das fucked up. Digga, er hat den Midorima gemacht. Alter, wie krass. Ich liebe das in dieser Staffel. Ja, ja, die Comedy-Cuts sind echt gut. Geil, ehrlich, Alter. Digga, Tengen Toppa Gurren Lagan, Digga. Den gibt's ja auch nämlich noch. Hat sich verlaufen, eine gute Tengen. Ja, stimmt, den haben wir auch noch. Den Tengen Usui. Ich schwör, das war Manga teilweise so weird, Digga. Ich hab's echt nicht gegettet. Am Anfang. Yeah. Später war das Sinn. Alter, so mächtig ist der Bro, ja, ja. Die brauchen keinen Faustballer wie bei Demon Slayer, Digga. Die haben den. Der schützt die alle. Sieht man den? Weiß ich nicht, vielleicht. Ey, der wird doch safe umgebracht in diesem Flashback-Arc. Zu 100%. Geil! Ja! Ey, das ist ja absolut Feuer! Das haben die rausgehauen? Geil! Hammer, ey, Bro, geile Referenz! Das war der Hammer, ehrlich. Digga, das ist einfach Windows XP, ey. Digga, dieser Cut wird safe meme mit der Hand und so. Digga, da kannst du ja so meme, Alter. Den kann man auscutten. Nö. Erstmal eine kalte Coke. Boah! Komm wieder! Alter, was? die schlendern, Alter. Das ist so eigentlich, das ist der beste, modernste Anime eigentlich. Krank, ne? Das ist unfassbar. Nicht vergessen, Digga, aber letzte Folge. Ja, klar. Aber das ist ja auch so noch mit moderner Technologie und alles so, weißt du? Aha. Also das ist mit der Technik gerade kompliziert. Ja, ja. Der bekommt ja basically neuen Körper, das haben die ja gesagt. So. Der muss ja seine Hülle immer erneuern. Und die sollen das halt so gewährleisten. Genau, Digga, das hab ich gesagt. Das ist ja krass, Digga, okay. Aber wie sieht der? Oh nein. Moin. Was? Und jetzt geht's Volleyball. Digga, er ist sogar noch in der Leitung auf chillig. Ja, maximale Badass-Moment. Ey. Oh. Ey, wie geil sah das aus. Oh, es wird wieder so geil aussehen. Sternplasma-Hülle. Diese Form soll angenommen werden? Nein, das ist einfach der Name für diesen Menschen, der dafür benutzt werden soll. Digga, also einfach so automatische Abwehr, Bro. So eine Barriere einfach. Ja. Digga, was machen die Typen aus Bleach eigentlich hier? Ja, wirklich, die sind die gleichen. Die sehen wir Samstag wieder. Ich wollte gerade sagen, ich muss die doch erst Samstag wiedersehen. Alter, das ist so Nacken. Das ist so ein Giga-Chat, ne? Du weißt es nicht. Ja, aber richtig. Wie, das ist vorbei? Wie, das ist vorbei? Ey, war das geil, Alter. Hey, wer ist der? Wer ist er denn? Er ist der Vater. Willst du, ja, gut, das soll kein. Das ist der Vater von Megumi. Oh. Das ist er, der sieht noch so jung aus, so ein. Das ist der Testonacken aus dem Opening, ich weiß genau. Ja, der Testonacken. Boah, ey, Leute, die erste Folge ging
einfach vorbei in den Schnipsen. Ja, das wirklich. Das ist crazy. Wir freuen uns sehr, sehr auf die Zukunft. Ich bin allgemein sehr gespannt, wie Jan reagieren wird zu dem Teil. Aber okay. Bruder, du bist hier für einen Ride, das kann ich dir sagen. Hör auf. Geil, ich hab so Bock, Mann. Es wird geisteskrank. Leute, lasst noch oben da Abo auf dem Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu der nächsten Reaction von Jujutsu Kaisen. Bis dahin, macht's gut. Ciao und tschüss.